Hallo, ich bin Lisa Weißbrot und ich bin internationale Luftverkehrsassistentin, weil ich die Atmosphäre am Flughafen liebe. Hi, ich bin der Dave und ich erlerne meinen Job, weil ich den Geruch von Kerosin liebe und auch selbst Pilot bin. Auf Flughäfen ist immer was los. Ab in den Flieger, endlich Urlaub. Klar, die meisten kennen den Flughafen von dieser Seite. Aber ein Flughafen ist für zehntausende Menschen auch ein spannender und internationaler Arbeitsplatz. Zum Beispiel für Lisa Weißbrot. Sie ist internationale Luftverkehrsassistentin. Sie arbeitet am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main bei der Lufthansa. Viele Bereiche kennt sie schon. Zum Beispiel war sie beim Betreuungsdienst. Der kümmert sich um Kinder und ältere Passagiere am Flughafen. Nach dem Betreuungsdienst bin ich an die Gates und an den Check-in gewechselt. Hab dort ganz regulär die Passagiere eingecheckt und dann später die Flüge vorbereitet und alle Gate-Arbeiten gemacht und bin dann zum Ticketschalter gekommen. Am Schalter reserviert Lisa Plätze im Flieger, gibt Tickets aus und regelt es, wenn mal was schief läuft. Hallöchen. Hallo, guten Tag. Ich habe meinen Flug verpasst. Oh nein, wohin soll es denn gehen? Nach Rom. Nach Rom? Ja. So. Woran hat es denn gelegen, wenn ich fragen darf? Ich stand im Stau. Ich dachte eigentlich, ich hätte genug Zeit eingeplant, aber irgendwie... Ja, oh nein. Leider ist es schon weg. Nach Rom haben wir Gott sei Dank noch ein paar Möglichkeiten. Mhm. Der nächste ist um 3:55. Okay. Es kommt jetzt natürlich auch so ein bisschen auf Ihr Ticket an, auf die Tarifbedingungen. Ja. So, ich schau mal gerade nach dem Nachnamen und der Flugnummer. Mhm. So, ich zeige Ihnen den Sitzplan mal. Mhm. Der ist jetzt relativ voll, aber hier vorne hätten wir noch einen freien Platz. Ganz gut, relativ weit vorne. Luftverkehrsassistenten wie Lisa informieren und betreuen Passagiere am Schalter und im Transitbereich. Sie kümmern sich auch um die Gepäckaufgabe und um verlorene Koffer. Und dann haben wir A19 als Abflugsteig und 3:45 einsteigen. Okay, alles klar. Vielen Dank. Gerne. Tschüss. Wenn ein Meter hoch der Schnee liegt im Winter oder es ein Gewitterchaos gibt oder Streiksituationen, dann sind wir besonders gefragt. Und dann kann es auch mal zu Überstunden kommen. Nicht alle gehen entspannt mit einem verpassten Flieger um. Manche sind sauer und gestresst. Wie wichtig ist es, nett und freundlich zu sein? Sehr wichtig. Ich finde das generell sehr wichtig und bei uns ist es besonders wichtig. Man gibt dem Gegenüber einfach auch ein besseres Gefühl. Man vermittelt auch eine Sicherheit und die sollen sich auch sicher fühlen, wenn sie hierher kommen, dass ihnen auch geholfen wird. Und ich glaube, dass ein freundliches Miteinander da das A und O ist. Wenn Lisa im Dienst ist, trägt sie immer Arbeitskleidung. Sie ist quasi das Aushängeschild der Fluggesellschaft. Deswegen muss ihr Outfit tadellos aussehen. Es gibt kaum eine Tages- und Nachtzeit, zu der die Schalter nicht erreichbar sind oder es am Flughafen mal nichts zu tun gibt. Wer hier arbeitet, muss sich auf Schichtdienste einstellen. Diese Fähigkeiten sind gefragt: Flexibilität, Teamgeist, Belastbarkeit, Kommunikationsfreude. Mehr Infos zu diesem Beruf und vielen anderen auf unserer Homepage unter ARD Alpha Ich mach's. Der Luftverkehrsassistent ist eine schulische Vollzeitausbildung, die 2 Jahre dauert. In der Ausbildung ist ein langes 6-monatiges Praktikum enthalten. In Frankfurt am Main kann man den Beruf im Ganztagsunterricht erlernen, an der privaten Schule für Touristik zum Beispiel. Auf dem Stundenplan stehen berufstypische Fächer, genauso wie Allgemeines, Deutsch, Marketing und BWL zum Beispiel und natürlich Sprachen. Thomas Bach lehrt an diesem Tag Amadeus. Das hat nichts mit Mozart zu tun, sondern so heißt das Flugreservierungssystem, das hunderte Airlines nutzen. Bei Amadeus, da lernt man halt, wie man halt Preise abfragt, Flugverbindungen. Wir können auch abfragen, wie weit ist es zum Beispiel von einem Flughafen bis zur nächsten Busstation, was kostet die Busfahrt, also alles, was irgendwo mit Flügen, Flugverkehr und Reisen zu tun hat.
Für die meisten Schüler eine Umstellung im Vergleich zur normalen Computerrecherche, die sie kennen. FQP meine ich. Weil es eben doch nicht so wie im Internet ist mit Mäuschen und so, sondern eben doch so Befehle tippen. Und das ist erstmal ungewohnt, weil alle kennen nur Facebook Maus und so. Und da ist halt nicht viel mit Maus, sondern da muss man einfach nochmal diese, nennt sich kryptische Befehle, wie bei so einer Programmierung lernen. Aber das kriegt man relativ schnell rein. Der Unterricht mit dem Buchungssystem ist praxisnah. Die Schüler bekommen realistische Übungsaufgaben. David Redfield aus Aschaffenburg erklärt, was er im System herausfinden soll. Also es geht gerade darum, einen Flug zu buchen von Frankfurt nach New York und wieder zurück. Dabei müssen halt verschiedene Elemente einfach beachtet werden. Also einmal, dass die Flüge selbst gebucht werden und dann halt sowas wie Kontaktdaten und dann muss natürlich der Preis ermittelt werden. Der günstigste am besten. Andere Fächer an der Schule sind Flugzeug- und Luftfrachtabfertigung und Tarifberechnung. Auch Zoll- und Ausfuhrvorschriften lernen die Schüler kennen. Wichtig sind Sprachen. Ohne Englisch geht in der Ausbildung und später am Flughafen nichts. Auch Spanisch steht auf dem Stundenplan. Die Ausbildungsinhalte: Buchungs- und Kommunikationssysteme, Grundlagen des Verkehrsrechts, Passagier- und Flugzeugabfertigung, Sprachen Englisch und Spanisch. Wichtig zu wissen, der Luftverkehrsassistent ist dem Luftverkehrskaufmann inhaltlich sehr ähnlich, einer dreijährigen dualen Ausbildung. Die Absolventen arbeiten alle später am Flughafen, haben die gleichen Einsatzgebiete. Doch für den dualen Luftverkehrskaufmann gibt es deutschlandweit nur eine Handvoll Ausbildungsplätze, die hunderte Bewerber mit Abitur anlocken. Die Konkurrenz ist groß. Wir bieten halt jungen Menschen die Möglichkeit, die nicht die Chance haben, eine der raren Ausbildungsplätze zum Luftverkehrskaufmann zu bekommen, die Ausbildung trotzdem zu machen. Und zusätzlich lernen sie bei uns noch Sprachen verstärkt. Also wir haben auch ganz viel Englisch und Spanisch auch. Und das ist ja im Ausbildungsberuf Luftverkehrskaufmann fast gar nicht drin. Die müssen zwar auch Englisch geprüft werden nachher, aber haben so gut wie keinen Unterricht in der Schule. Wie bei vielen privaten Schulen wird auch hier Schulgeld verlangt. Die mittlere Reife ist die Grundvoraussetzung für die Bewerbung bei Petra Weigand-Datz. Die Schulleiterin schaut nicht nur auf Deutsch- und Englischnoten. Aber wir achten in erster Linie auch darauf, dass die jungen Leute für diese Branche geeignet sind. Und geeignet für die Branche ist nicht jede. Denn man muss in kürzester Zeit zu 100% fehlerfrei arbeiten. Denn in der Luftfahrtbranche darf kein Fehler passieren. Zeugnisübergabe im Schulcafé. Das erste Jahr ist geschafft. In wenigen Tagen gehen die Schüler in ihr Praktikum. Dann folgt das letzte Schulhalbjahr, am Ende die staatliche Abschlussprüfung. Anna und David haben ihren Praktikumsplatz schon in der Tasche. Für mich geht's zu United Airlines, aber im Cargo-Bereich. In Cargo City Süd am Frankfurter Flughafen. Und worum geht es da? Alles, was mit der Cargo zu tun hat, also Frachtabfertigung, wie kommt die Ware an, wie wird sie verpackt, ist es irgendwie Dangerous Goods, hat es damit was zu tun, ist es vielleicht ein Auto, das verschickt wird oder lebende Tiere, da gibt es ja auch bestimmte Vorschriften, wie man die eben zu verladen hat. Das kann man ja nicht willkürlich neben zum Beispiel radioaktive Stoffe oder sowas stellen, wäre vielleicht nicht von Vorteil und dafür werde ich auf jeden Fall tätig sein. Ich bin im Operations-Bereich, das heißt, ich werde auf dem Vorfeld tätig sein. Eben direkt am Flugzeug, also genau das, was ich eben wollte. Genau. Gespannt? Auf jeden Fall, ja, doch. Also ich freue mich wirklich drauf. Ja, also ich glaube, es wird eine coole Zeit. Die Besonderheiten: Schulische Ausbildung mit Praktikum. Genaues Arbeiten am Flughafen nötig. Auf Zeitdruck. Später häufig Schichtdienst. Mehr Infos zu diesem Beruf und vielen anderen auf unserer Homepage unter ARD-Alpha Ich mach's. Ein paar Monate später, der Münchner Flughafen. Es ist laut, es ist kalt und David ist glücklich und genau da, wo er hin wollte.
David ist als Rampagent auf dem Vorfeld im Einsatz. Sein Praktikum macht er bei Aerogates, einer Tochtergesellschaft des Münchner Flughafens. Als Rampagent ist David das Bindeglied zwischen Boden und Cockpit. Er kümmert sich darum, dass die Flieger pünktlich und vor allem sicher wieder starten können. Manchmal bleiben nur 45 Minuten zwischen Landung und Neustart. Also die wichtigsten Aufgaben sind prinzipiell erstmal Sicherheitsfaktoren, wie dass kein Passagier an Bord ist, der nicht eingecheckt wurde. Dann, dass keine Koffer alleine fliegen, außer Rush-Gepäck, was eine Ausnahme ist. Dann würde ich sagen, kommen halt die Aufgaben einfach, alles schnell über die Bühne zu bringen, dass der Flieger pünktlich rausgeht, um eben auch für die Airline Geld zu sparen. Weil jede Minute Delay kostet natürlich mächtig viel Geld. Rund 1.100 Maschinen starten und landen in München pro Tag. Für die Rampagenten bedeutet das viel Organisation. Die Maschine wird betankt, David hat das im Blick. Er hat alle Papiere bei sich, prüft die Zahlen und notiert, wie viel die Maschine an Kerosin aufnimmt. Er hat mir gerade gesagt, für 5 Tonnen zu tanken, das heißt 5.000 Kilo. David hält mit Mitarbeitern im Gebäude und auf dem Vorfeld ständig Kontakt. Zum Beispiel mit den Loadern. Er muss sicherstellen, dass der Flieger gleichmäßig beladen wird. Danach schaut David noch am Gate vorbei. So, dann machen wir notfalls ein LMC. Oh. Und dann gehen wir bei den wenigen Passagieren sogar noch pünktlich raus. Ich warte jetzt auf die Zahlen von ihm, auf die endgültigen Zahlen, wie viele Passagiere er geboardet hat. Das muss mit der Zahl auf dem Loadsheet übereinstimmen. Ansonsten müsste ich es korrigieren mit einem sogenannten Last-Minute-Change. Als Rampagent ist David auch Ansprechpartner für die Kabinenbesatzung und den Flugkapitän. Servus, hi. Servus. Also, wir haben heute nicht so viele. 94 gebucht, 89 akzeptiert bisher. 21 Koffer sind alle drin. Fahren gerade weg, haben schon zugemacht. Sprit ist da. Sprit ist schon drin, 5 Tonnen Nappe. Gut. Wenn du noch irgendwas brauchst. Alles andere mit der Kabine absprechen. Alles klar. Und wenn es Probleme gibt, dann einfach oben vorbeischauen. Mach ich. Ja? Danke. David liebt all diese Aufgaben. Er hat eh Kerosin im Blut. Seine Mutter ist Stewardess, sein Vater Pilot. Er selbst macht gerade seinen Segelflugschein. In der Echo 89 sind bisher akzeptiert. Okay. Gibt es irgendwelche Special. Besonderheiten? Nein. David ist zwar noch Praktikant hier, arbeitet aber nach einer kurzen Einführung schon sehr selbstständig. Das soll auch so sein. Genau. Dankeschön. Ja, man muss halt einfach so ein bisschen auch sich die Fähigkeit aneignen, so Herr der Lage zu sein. Man muss alles überwachen können oder alles im Überblick haben. Man kann nicht alles machen, aber man muss wissen, was passiert. Wir reden gleich mal drüber oben, okay? Mit der Ausbildung zum Luftverkehrsassistenten kann man im Bereich Fracht, im Passagierservice oder hier auf dem Vorfeld arbeiten. Die Einsatzmöglichkeiten sind groß, die Aufstiegsmöglichkeiten auch, weiß Davids erfahrener Kollege und Trainer Thomas Geisberger. Ich habe angefangen eben nach dem Abitur als Rampagent, nur als Rampagent auf der Rampe draußen, bin mittlerweile eben Koordinator im Büro. Ich mache die ganze Vorbereitung für Verladungen und Flight Files, wo die Infos für unsere Rampagenten draufstehen, zusammen. Mache aber auch Briefing, das ist wieder ein zweiter Job und mittlerweile, wie man sieht, halt auch Rampentrainer. Also man kann auch sich weiterbilden bis zum Weight and Balance Agenten, zu dem Kollegen, der den Trim fürs Flugzeug berechnet. Bei der Air Berlin Maschine nach Düsseldorf fliegen 6 Fremdkoffer von anderen Fluggesellschaften mit. David gleicht die Nummern noch sorgfältig mit seiner Liste ab. Hier darf nichts unkontrolliert in den Flieger kommen. Die Karrieremöglichkeiten: Fachwirt, Verkehrsbetriebswirt, Studium zum Beispiel Luftverkehrsmanagement. Und dann ist alles gecheckt, der Flieger startet. Leidenschaft für die Luftfahrt, die muss man hier schon haben. Internationaler Luftverkehrsassistent, ein Beruf, der in der Luftfahrtbranche viele Türen öffnet.